Es ist tatsächlich passiert, Arminia Bielefelds Vereinslegende Fabian Klos hat seine Karriere beendet und übernimmt als neuer Cheftrainer beim FC Hansa Rostock. Absoluter Wahnsinn. Los geht's. Und damit herzlich willkommen zur Karriere mit dem FC Hansa Rostock in der zweiten Fußball-Bundesliga. Wenn euch dieses Format hier gefällt, dann hinterlasst mir doch bitte ein Abo und einen Daumen nach oben. Das wird dem Algorithmus helfen, diese Videos ein bisschen zu pushen und in der Welt weiter zu teilen. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Der erste kurze Blick in unsere Jugendakademie. Und da sehen wir auch schon ein junges Stürmertalent, Milenko Vukcic, 15 Jahre alt, gutes Potenzial. Sobald der gute Mann 16 Jahre alt wird, kommt er in die erste Mannschaft und dann werden wir zusehen, dass wir ihn verleihen. Marco Frank hat nicht das Potenzial, uns behilflich zu sein, deswegen geben wir ihn frei, genauso wie Marc Rojas. Das reicht leider auch nicht. Es ist endlich wieder soweit. In der zweiten Fußball-Bundesliga rollt endlich wieder der Ball. Der Saisonauftakt. Der FC Hansa Rostock empfängt den Karlsruher SC zu Hause im Ostseestadion. Und alle Welt ist gespannt, was Fabian Klos wohl mit dieser Mannschaft erreichen kann in dieser Saison. Hansa Rostock hat sich hier zum Auftakt viel vorgenommen. Fabian Klos schickt seine Jungs in einem 4-2-3-1 auf den Platz. Ganz klarer Stammtorhüter ist natürlich hinten Kolke. Und dann davor haben wir die Viererkette mit Neidhardt, Rosbach, Malone, Sanling Peng. Im Mittelfeld haben wir Behrens, Fröde, auf den Außen Dulcevic, Omladic und im ZOM Ingelsen und Verhoog als einzige Spitze vorne drin. Christian Eichner und seine Karlsruher gehen das Ganze ein wenig offensiver an in einem 4-3-3. Und hinten im Tor steht Gersbeck. Dann auch mit einer Viererkette mit Heise, Bormuth, Gordon und Tiede. Im Mittelfeld haben wir Warnicek, Gondorf, Breithaupt und Defensiven. Cueto, Hofmann und Kaufmann bilden die Dreierspitze. In der fünften Minute dann der erste Angriff des KSC. Auf dem rechten Flügel marschiert Kaufmann. Bringt dann die Flanke, zunächst geklärt von Malone. Da ist Breithaupt, der spielt ihn in die Mitte auf. Hofmann und Hofmann! Und Kolke ist da. Erster guter Abschluss des KSC. Ecke KSC. Warnicek tritt die. Und da steigt Gordon hoch. Nächste gute Möglichkeit für den KSC. Hätte er den noch ein bisschen mehr gedrückt, dann wäre der wahrscheinlich reingegangen. Vielleicht wäre auch Kolke noch da gewesen. Was war eigentlich mit Hansa Rostock? Hier ist Fröde. Der wird gefoult, aber auf Vorteil entschieden. Fröde wieder am Ball, spielt den Ball zu Verhoog. Verhoog, mit ein bisschen Glück kommt der Ball noch zu Ingelsen. Der steckt durch auf Verhoog. Verhoog wird da behindert, schließt noch ab. Gute Chance für Hansa Rostock. Die anschließende Ecke. Neidhardt bringt die. Und da ist Behrens. Aber auch der kann den Ball nicht drücken. Die 21. Spielminute. Der KSC ist auf dem Weg nach vorne. Das ist Hofmann. Der steckt durch auf Warnicek. Warnicek sieht unten links Cueto laufen. Cueto ganz frei bringt den Ball rein. Da steht Hofmann ganz alleine und dann ist der Ball drin. Aber irgendwie war anscheinend Gondorf noch mit beteiligt. Ihm wird das Tor hier zugesprochen. Aber das ging alles in allem viel zu einfach. Die Defensive der Rostocker sieht hier überhaupt nicht gut aus. Hofmann steht hier völlig frei, braucht den Schlappen nur hinhalten. Ich denke, er schießt wahrscheinlich Gondorf noch mit an. Nein. Also ich denke, das Tor verdient eigentlich Hofmann. Hansa Rostock liegt jetzt hier 1-0 hinten im Heimspiel. Jetzt ist die Frage, wie reagiert die Mannschaft von Fabian Klos auf den ersten Rückstand in der Saison? Da ist Ingelsen. Der steckt durch auf Verhoog, Verhoog! Aber auch das kein wirklich gefährlicher Abschluss. Wenn man hier was mitnehmen will, dann muss da ein bisschen mehr kommen. Der anschließende Abstoß.
Fröde erobert hier gut den Ball. Behrens raus auf Dulcevic. Dulcevic sieht, dass Ingelsen hoch auf den Flügel läuft. Er bringt die Flanke. Flugkopfball für Hochfusten. Fröde nochmal mit der Nachschusschance und drüber. Die 36. Spielminute. Rostock spürt, dass hier was geht. Dulcevic bringt den Ball auf Behrens mit einem schönen Pass. Der flankt in die Mitte. Da ist für hoch mit dem Kopf und knapp drüber. Auch Fabian Klos kann es nicht fassen. Das Ding hätte er machen müssen. Dann passierte nichts mehr. Halbzeit im Ostseestadion. Der KSC führt mit 1:0. Aber die Rostocker machten hier tatsächlich ein wirklich gutes Spiel. Nur an der Chancenverwertung mangelte es. Rein in die zweite Hälfte und der KSC kam ein bisschen übermotiviert raus. Das ist Ingelsen und wird da gelegt. Und der Unparteiische hat da keine Wahl, als Breithaupt in der 46. Minute vom Platz zu stellen. Ein klares Foul von hinten in die Beine. Ein bisschen übermotiviert, der junge Mann. Damit der KSC nur noch zu 10. Und mit einem Mann mehr müsste hier doch was gehen für Rostock. Das ist Rosbach, er spielt auf Fröde. Fröde sieht Ingelsen, der sieht, dass Behrens läuft. Behrens! Aber zu zentral der Abschluss, somit kein Problem für Gersbeck. Die 51. Minute, der KSC lässt sich mal wieder blicken. Das ist Kaufmann. Kaufmann bis zur Grundlinie, bringt die Flanke. Vanicek! Knapp drüber. Auch das hätte ein sicheres Tor sein müssen. Wir sind bereits in der 63. Spielminute. Hansa Rostock kam nochmal über die rechte Seite. Das ist Omladic. Omladic bringt den Ball und da ist er hoch mit dem Kopfausgleich. 1:1 Hansa Rostock. Wunderbar herausgespielter Treffer. Allerdings auch viel zu einfach. Der KSC verteidigt das hier wirklich nicht gut. Verhoog steht hier ganz alleine da und braucht nur noch die Rübe hinhalten. 73. Spielminute. Hansa Rostock wechselte. Unter anderem kam Streli Mamba für John Verhoog. Kopfballduell im Mittelfeld. Fröde. Vanicek bleibt da liegen. Bahn auf Mamba. Da ist Streli Mamba. Er sieht Behrens laufen. Guter Ball auf Behrens. Der lässt den Verteidiger stehen. Abschluss Behrens und Gersbeck hat ihn. Starke Parade. Gersbeck hält seinen KSC hier im Spiel. Aber für Vanicek sah das gar nicht gut aus. Er musste behandelt werden und wurde dann auch ausgewechselt. 78. Spielminute. Man hatte das Gefühl, dass hier noch was gehen könnte. Und das merkten die Rostocker natürlich auch. Das ist Bahn. Bahn auf der rechten Seite. Lässt er den Verteidiger stehen. Abschluss und Gersbeck. Gersbeck ist heute tatsächlich der überragende Mann beim KSC. Aber die Szene noch nicht vorbei. Das ist Gersbeck mit dem Abstoß und der war überhaupt nicht gut. Behrens gewinnt er das Kopfballduell. Und da ist Streli Mamba. Aber dieser Abschluss auch zu zentral. Da hat Gersbeck keine Probleme mit und macht seinen Fehler mit dem Abstoß wieder gut. Aber mehr passierte auch nicht. Und so trennen sich Hansa Rostock und der KSC mit einem 1:1. Fabian Klos nimmt also im ersten Heimspiel der Bundesliga-Saison bzw. der Zweitligasaison einen Punkt mit. Spieltag Nummer 2. Der FC Hansa Rostock ist zu Gast bei Hannover 96. Und diesmal wollte man hier 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Hannover 96 startet hier in einem klassischen 4-2-3-1 mit Kerk und Meiner auf den Außen und Weidand als einzige Spitze vorne drin. Dahinter Kerk als ZOM.
Hansa Rostock auch wieder im 4-2-3-1. Rein kam neu in die Mannschaft und auch Risotto auf die rechte Seite. Und Streli Mampa spielte von Anfang an für John Verhoek. Der FC Hansa Rostock machte hier schon früh klar, dass man das Spiel gewinnen will. Das ist Neidhardt auf Dulcevic. Der ist komplett durch. Dulcevic mit der Flanke auf Mamba. Knapp drüber. Aber auch 96 versteckte sich hier nicht. Kaiser spielt den Ball auf Kerk in die Zentrale. Kerk zu Weidand, der verliert den Ball. Der Ball kommt zu Maynard, der wieder auf Weidand. Weidand! Knappe Kiste. Hier hat Hansa Rostock richtig Glück, dass man nicht 1-0 zurückliegt. Kolke wäre da nie und nimmer rangekommen. 14. Spielminute, Einwurf 96. Und das war ja mal gar nichts. Dulcevic fängt da den Ball ab. Dulcevic verzögert, bringt den Pass in die Mitte auf Risotto. Aber auch dieser Ball zu unplatziert. Die Partie flachte danach extrem ab und es passierte auch nichts mehr bis zur Halbzeit. Also 0-0. Damit ging es dann in die Kabine und es war bis dato auch kein gutes Fußballspiel. Bis zur 55. Minute passierte hier überhaupt nichts. Doch dann der lange Ball raus auf Stolze. Sehr abseitsverdächtig, muss ich sagen. Stolze bringt da den Ball und da ist Kerk mit dem Kopf. Die 60. Spielminute, Hannover richtig gut drauf. Das ist Kerk, bringt da den Ball schön in die Schnittstelle auf Kaiser. Aber starke Grätsche und ganz wichtig von Rosbach. Jetzt die Konterchance für Hansa Rostock. Das ist Ingelsen, der leitet sofort schlau weiter raus auf Dulcevic. Dulcevic in den Strafraum, Abschluss in den Winkel, 1-0, Hansa Rostock, Harris Dulcevic, ja gibst denn das, da wirst du doch bekloppt, das hat sich ja mal so gar nicht angedeutet. Hannover kam hier wirklich stark aus der Pause und war auch das bessere Team. Dann passierte Folgendes, 65. Minute, Simon Rein bekommt hier den Ball im Mittelfeld und da kommt Stolze. Und mäht ihn da weg und der Unparteiische hat keine Wahl. Das ist eine direkte rote Karte bei so einem bösen Frustfoul von hinten in die Beine. Das ist eine glasklare rote Karte. Somit Hannover nur noch mit 10 Mann. 72. Spielminute, Ecke, Hansa Rostock, getreten von Nico Neidhardt. Der Ball kommt und er findet den Kopf von Hanno Behrens. Unglaublich! 2-0 FC Hansa Rostock. Es riecht verdammt nach den ersten drei Punkten für Fabian Klos und seinen FC Hansa Rostock. Da war absolut nichts zu halten. 83. Spielminute. Hansa Rostock ist nochmal auf dem Weg nach vorne. Omladic hier über den rechten Flügel spielt den Steckpass auf Mamba. Mamba, Pfosten! Szene noch nicht vorbei. Ingelsen spielt nochmal zurück auf Mamba. Das darf doch nicht wahr sein. Streli Mamba wartet immer noch auf seinen ersten Treffer. Kurz darauf war dann auch Schluss. Es passierte nichts mehr und der FC Hansa Rostock gewinnt in Hannover mit 2-0. Und Fabian Klos und seine Jungs heimsen dadurch den ersten Dreier der Saison ein. Die erste Runde im DFB-Pokal steht an und der FC Hansa Rostock empfängt den SV Darmstadt 98. Man will natürlich aus Rostocker Sicht hier so weit wie möglich kommen im Pokal und wenn es geht natürlich auch eine Niederlage vermeiden. Fabian Klos hat im Gegensatz zum letzten Ligaspiel gegen Hannover 96 die Mannschaft ein wenig umgebaut. Markus Kolke bleibt selbstverständlich im Tor, Sanling Peng weiterhin als Rechtsverteidiger, aber wir sehen in der Innenverteidigung Thomas Meissner und Julian Riedel sind neu in der Mannschaft, genauso wie Pascal Breyer auf dem linken Flügel. John Verhoek bleibt wieder als einzige Spitze vorne drin im 4-2-3-1. Thorsten Lieberknecht schickt seine Darmstädter in einem 4-4-2 aufs Feld. Schuhen im Tor, dann haben wir Matthias Bader auf rechts. Wir haben Patrick Pfeiffer und Ischawood in der Innenverteidigung.
auf links Holland, im Mittelfeld spielen Melem und Strella, Jasula auf links, Skarke auf rechts, dann haben wir Leipold und Pfeiffer, die es vorne richten sollen. Es ging hier früh zur Sache. Darmstadt 98 auf dem Weg nach vorne. Da ist Garke. Er geht ohne Probleme an Neidhardt vorbei. Will den Ball reinbringen. Riedel hat ihn. Riedel spielt ihn raus. Und was für ein Fehler. Streller. Bader hat den Ball. Bringt die Flanke. Da ist Pfeiffer mit dem Kopf. Pfeiffer im zweiten Versuch und drin. 1-0 Darmstadt 98. Und die Innenverteidigung sah überhaupt nicht gut aus. Meißner und Riedel sehen da gar nicht gut aus. Riedel ist auch zu weit weg von Pfeiffer. Neidhardt macht da auch keine gute Figur im Vorfeld gegen Skarke. Niemand verhindert die Flanke und dann ist Riedel zu weit weg, lässt sich wegdrängen. Und dann ist Pfeiffer da und macht das eiskalt. 1-0 Darmstadt 98. Der FC Hansa Rostock hatte hier ganz schön zu kämpfen. Darmstadt war die dominierende Mannschaft. Aber dann in der 22. Minute Pascal Breyer erobert da stark den Ball, ist durch, läuft aufs Tor zu, spielt nochmal quer auf Ingelsen und dann ist der Ball drin. 1-1 Ingelsen. Hansa Rostock ist wieder im Spiel. 24. Spielminute, Darmstadt relativ unbeeindruckt von dem Treffer der Rostocker, das ist Leipold. Unglaublich, ja, Pass auf Skarke, Skarke ist durch, kriegt den Ball noch in die Mitte zu Pfeiffer mit dem Kopf, 2-1 Darmstadt. Unglaublich, das kann doch nicht wahr sein. Meißner hebt da tatsächlich noch das Abseits auf, es war aber auch eine knappe Geschichte. Leipold beweist hier unglaubliches Auge mit diesem Pass auf Skarke. Und der Rest ist dann wirklich nur noch Formsache für Pfeiffer. 2-1 Darmstadt. Hansa Rostock muss jetzt was tun. Die 29. Spielminute. Rostock versuchte nochmal. Melem hat da den Ball. Und dann der Fehlpass auf Fröde. Fröde spielt auf Ingelsen. Behrens startet. Ingelsen spielt ab. Behrens hat den Ball. Schließt ab. 2-2. Ausgleich. Hansa Rostock. Hanno Behrens. Was ist denn hier los? Die direkte Antwort 5 Minuten später vom FC Hansa. Noch ist hier nichts verloren. 36. Spielminute, Darmstadt 98 machte richtig Druck jetzt hier. Das ist Melen, guter Pass auf Leipold. Leipold, eine Körpertäuschung an allen Verteidigern vorbei. In die Mitte, da ist Neidhardt. Kriegt den Ball nicht weg und dann landet er bei Pfeiffer und der braucht nur einschieben. 3-2, 36. Minute. Darmstadt führt wieder. Die Hintermannschaft des FC Hansa hatte hier richtige Probleme mit Darmstadt. Aber das ging die ganze erste Halbzeit so. Pfeiffer hatte hier keine Probleme einzuschieben und machte damit auch seinen Hattrick klar. Fabian Klos ist richtig sauer. Dann war auch Schluss in Hälfte 1 und Hansa Rostock musste hier jetzt dringend noch was tun in der zweiten Hälfte, wenn man hier nicht ausscheiden wollte. Die 50. Spielminute, es war ein absolutes Kampfspiel. Fabian Klos wechselte zur Halbzeit Riedel aus und brachte dafür Malone. Aber Darmstadt machte sich schon wieder auf den Weg nach vorne. Das ist Jasula auf Holland. Holland bringt da den Ball in die Mitte auf Leipold. Der spielt weiter auf Pfeiffer. Aber Kolke ist diesmal zur Stelle und verwehrt Pfeiffer sein viertes Tor. Ganz wichtige Parade von Kolke. 56. Spielminute. Darmstadt auf dem Weg nach vorne, aber sie verlieren da den Ball. Das war eine wichtige Balleroberung. Hansa Rostock jetzt vielleicht mit der Konterchance. Das ist schnell gespielt. Neidhardt durch auf Ingelsen. Ingelsen ist durch. Ingelsen! Ein knappes Ding. Da fehlte wirklich nicht viel. 65. Spielminute, wieder Hansa Rostock. Behrens auf links auf Fröhling, der neu im Spiel für Breyer, der auf Ingelsen, der schließt direkt ab und auch diesmal will der Ball einfach nicht ins Tor. Hansa Rostock bemühte sich hier wirklich noch den Ausgleich zu schaffen. Die nachfolgende Ecke. Da ist Behrens, Ball erstmal geklärt. Der landet bei Engelsen, der spielt raus auf Lin Peng, der versucht aus der Distanz.
75. Spielminute, Schnellhardt auf Melle, Melle in die Mitte zu Pfeiffer! Auch Darmstadt wollte hier das Ding jetzt klar machen. Und Hansa Rostock lief die Zeit davon. Wir sind bereits in der Nachspielzeit. Darmstadt lief nochmal an. 92. Minute, das ist Honsack. Honsack bringt nochmal die Flanke auf Schnellhardt, aber da wird der Ball nochmal geblockt und dann war Schluss. Hansa Rostock scheidet aus zu Hause gegen Darmstadt 98 mit 3:2 und Luca Pfeiffer ist der Man of the Match. Dreierpack, 6 Schüsse aufs Tor. Das wird Fabian Klos und den kompletten Verein natürlich richtig ärgern, dass man hier so früh schon ausgeschieden ist. Aber Darmstadt war klar die bessere Mannschaft. Und damit war es das erstmal für diese Folge. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann hinterlasst doch ein Abo und einen Daumen nach oben. Würde mich riesig freuen. Und alles Weitere in der nächsten Folge mit dem FC Hansa. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.